auch eine Frage, die ich in letzter Zeit ständig gestellt kriege. Interessierst du dich für andere Brettspiele? Nee, kein Stück. Interessiert ihr euch für andere Brettspiele? Seid ihr alle so, ey, jetzt hier mache ich eine Runde Schach. Danach gönne ich mir hier eine schöne Runde Go. Dann werd hier nochmal weggedarmt. Dann eine Runde Mühle. Nee. Kein Interesse, Chat. Heldenhasen fragt endlich wäre die Frage mal gestellt, wieso trittst du eigentlich gegen Spieler mit halb so vielen Punkten an wie du? Gibt's kein Skill-Based Matchmaking? Nee, das hier ist Geschwätzblitz. Das Konzept der Show ist, dass Chess24 Premium-Mitglieder, die ihr hier den Laden mittragen, mich herausfordern können. Und ich diskriminiere hier nicht nach Elo-Zahl. Ich diskriminiere nur ein bisschen danach, gegen wen ich noch nie gespielt habe, die nehme ich meistens zuerst dran. Und ansonsten ist natürlich auch so auf Chess24, dass ich häufig den Gegnern überlegen bin, auch wenn ich das Matchmaking benutze, weil ich so unglaublich, unglaublich gut bin. Ich spiele gegen Fito Naga. Fito. Läufer raus. Dieter 2000 fragt, was macht deine Erkältung? Ist besser. Vielen Dank der Nachfrage. Es geht mir gut. Es geht mir sehr, sehr gut. Danke der Nachfrage, Leute. Es geht mir gut. Ich will nichts anderes machen als das hier. Und zwar in Bestform. Und erfülle mal wieder mit links die Testnorm. Barbarikus fragt, wie viele Lernvideos hast du eigentlich circa auf Chess24? Keine Ahnung, aber viele. Viele, Alter. Videos wahrscheinlich mehrere hundert, ne? Das ist ja eine Videoserie meistens. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Auch eine Frage, die ich in letzter Zeit ständig gestellt kriege. Interessierst du dich für andere Brettspiele? Nee, kein Stück. Interessiert ihr euch für andere Brettspiele? Seid ihr alle so, ey, jetzt hier mache ich eine Runde Schach, danach gönne ich mir hier eine schöne Runde Go, dann werd hier nochmal weggedarmt. Dann eine Runde Mühle. Ne. Kein Interesse, Chat. Sprenger 5 kann man machen. Weggedamed. Wie in der NBA. Obwohl, die haben verloren, ne? Das Dame, 55 Punkte spielen. So, was die Chance angeht, ich stehe gar nicht so doll. Das Läuferpaar fehlt mir ein bisschen. Dafür habe ich eine schöne Struktur, ganz gute Felder so potenziell. Na, vielleicht stehe ich doch ganz doll. 6, wenn wir hier einmal H3 spielen. H3 lacht mich irgendwie an. Da, die 2 sieht auch nochmal aus. Lawrence Trent würde Dame E1 spielen, um nach G3 zu gehen. War das noch so Springer H5. BVB, Didi, frei. Ist dir bekannt, ob Gibraltar Januar 2022 stattfindet? Das ist noch gefährdet. Gibraltar Januar 2022, das Schachturnier? Puh, weiß ich nicht. Ich habe gehört, Gibraltar soll es hier pandemisch ganz gut gelaufen sein. Toi, toi, toi. Und da ist doch auch gerade irgendwas gewesen, oder? Also ohne irgendwelche Informationen oder Ahnung zu haben, würde ich vermuten, dass das wahrscheinlich ganz gut aussieht da. Aber ich habe halt auch keinen Plan. So, ich will entweder den Springer nach H5 stellen. Kann ich gleich Springer D4 machen? Bringt das was? Kommt dann G6? Ach, mal gucken. Marv 044, sag mal, was schlürfst du den ganzen Tag? Ne, was schlürfst du denn den ganzen Tag? Was ist das für eine Frage, Marv 044? Erstens, woher weißt du, ob ich den ganzen Tag schlürfe? Zweitens, trinke ich meistens Kaffee in der Sendung? Drittens, warum schlürft? Das unterstellt ja, dass ich das zu geräuschvoll machen würde. Schlürfen ist ja sehr negativ konnotiert.
Und davon möchte ich mich in aller Form distanzieren, weil ich total lautlos trinke. Also man nennt mich in meiner Familie auch den Getränk-Ninja, weil ich absolut lautlos, zack, ohne dass man irgendwas hört, einfach so eine Kaffeetasse vernichten kann. Was sagt man auf Deutsch für Rooklift? Turmschwenk, Turmschwenk. So, mache ich hier den Nightlift. Spreng 2, Spreng D4, F5. Oder gehe ich einfach ran an den Speck, Dame H6. Nee, komm, wir spielen es systematisch. Wir spielen es wie Keira Knightley. Turm F5, kommt D5, Turm F1, DE, Turm F6, E7. Oh, ich habe noch 19 Sekunden. Hey, hey, hey. Ich will sein wie BoJack Horseman. Na, schlürft man ein bisschen vor sich hin. Vergisst wie üblich, dass es eine Sau 3-Minuten-Partien gibt. Und zack, da haben wir den Salat schon wieder. Die müssen wir wegnehmen. Nützt alles nichts. Fito. Norderaue, das wird euch zeitlich nicht knapp. Macht ihr keinen Stress, Norderaue. Macht ihr da mal keinen Stress.